So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes vorbereitet. Eine Folge Ramses Kitchen, denn ich habe euch letztens zwei Ketchups getestet von Werder Feinkost. Das Asia Sensation Soßen Special Ding mit Kokosgeschmack, richtig genial. Und das widerwärtige, eklige Werder Bierketchup. Das war richtig eklig und räudig. Euch schmeckt's bestimmt, weil das hat so Schwarzbier-Geschmack. Mir hat es nicht gemundet und ich habe schon angekündigt, dass ich noch zwei Videos daraus drehen werde. Im Rewe gab es nämlich ein Angebot, diese super genialen Schupfnudeln von Hänglein. Hänglein Schupfnudeln, 1,99 Euro. Und wenn du zwei Packungen kaufst, bezahlst du nur eine. Das heißt, ihr habt zwei Packungen zum Preis von einer bekommen. Und dann habe ich gedacht, ich habe ja zwei Flaschen. Ich werde mir einfach eine Packung Hänglein Schupfnudeln machen und dann einfach das Bierketchup drüber gießen und das probieren, wie das schmeckt. Und falls es nicht schmeckt oder nicht würzig genug ist, habe ich immer noch unsere gute alte Maddog 357, wo man noch einen Spritzer dazugeben kann. Das werde ich jetzt erstmal machen, vorbereiten, das in der Pfanne braten, das drüber gießen, dann setzen wir uns wieder her und schauen mal. Schupfnudeln gehen immer, oder? Seid ihr Schupfnudel-Fans? Schreibt's mir in die Kommentare. Adi, nein! Gib die Nudeln her. So. Der Adi klaut schon wieder die Schupfnudeln. Das heißt, wir machen die mal schnell hier rein, lassen die ein bisschen anbraten und dann freue ich mich schon total, weil die sehen immer aus wie kleine Maden, wie Würmer aus dem Dschungelcamp. Guck dir das an, Adi. Aus, aus. So, die Maden werden auf jeden Fall langsam braun und nehmen Farbe an. Und dann kann man die immer mal so nehmen und so umschwätzen. Guck mal, wie ein Profi. Und dann mal hier so und dann wieder so. Und dann wenden die sich und dann stellst du sie wieder ab. Das macht doch Spaß, oder? Wenn ihr das auch immer macht in der Kirche, schreibt es mal in die Kommentare. So, da seht ihr nochmal die Nudeln, da hört ihr die Nudeln und da ist die dickste Nudel der Welt. Ja! Und deswegen nehmen wir das jetzt mal hier rüber. Das dürfte jetzt eigentlich fertig sein und kippen das mal hier in diese Schüssel. Ich hoffe, das ist kein Fehler, weil ich habe nämlich schon mal den Fehler gemacht, dass ich heißen Tee, frisch aufgekochten, heißen, heftigen Tee in einen Maßkrug reingeknallt habe. Und dann ist mir der ganze Maßkrug um die Ohren geflogen. Ich hoffe, diese Schüssel macht nicht den gleichen Fehler. Das sind nur Schupfnudeln, hab keine Angst, kleine Schüssel, Adi. Schmeckt's, ja? Schmeckt's, Adi? Willst du auch eine Nudel? Da muss jetzt aber noch Soße drauf. Da, der Adi guckt schon. Zack! So, wir haben euch jetzt abgestellt. Hier sind die Schupfnudeln in der Schüssel drin. Da wollen wir jetzt hier dieses Werder Bier Ketchup drauf machen. Das ist bestimmt richtig abartig. Aber was machen wir nicht alles für euch? Wir testen bis ans Limit. Guckt dir das an. Das gute Werder Bier Ketchup. Eine ganze Flasche. Oh, damit das endlich leer ist. Oh, noch mit der Flasche, mit dem Flaschenhals in die Suppe rein. So, kommen da noch mehr? Das sieht gut aus. So sieht eine Flasche aus, wenn die Flasche leer ist. Das werden wir jetzt verrühren. Und dann werden wir für kurz probieren. Und dann kommt sicherlich Maddog zum Einsatz. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Maddog ist dabei. Maddog ist Standard geworden. Maddog verfeinert jedes Gericht. Ich werde nicht gesponsert von Maddog. Nein, ich. Maddog wird gesponsert von mir, genau. Hä? Ja, egal. So, schön rummachen. Das dampft auch total. Bin so froh, dass ich mir diese super Schüssel geholt habe. Boah, das riecht schon wieder wie dünn Schiss einfach. Und so richtig brachial und so richtig. Essig scharf und säuremäßig und jetzt ist das auch noch warm, wie warmes gekochtes Bier, so richtige Blöre, so richtig abartig, aber egal, da müssen wir gleich durch. Wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht sogar schon eine probieren können von diesen super leckeren Schupfnudeln mit... Das riecht so abartig. Thank you.
Aber ich muss sagen, hey, es schmeckt. Es schmeckt auf einmal viel besser, als es riecht. Es riecht richtig penetrant, wie Wein. Das hat so eine richtige Weinnote. So herber, brutaler Wein im Abgang. So riecht das richtig bissig, richtig schlimm. Aber in Kombination mit den Schupfnudeln ist das gut, ist das super. Da freue ich mich. Ich habe gedacht, das ist viel zu wenig Soße, das wird nichts. Hier war noch die Hälfte drin, bei den Thai ist noch fast das ganze Ding voll. Also das passt, das könntest du theoretisch sogar so, wie es jetzt ist, schon einfach essen. Aber die Maddox-Soße muss ja genutzt werden und ihren Platz finden. Das heißt, wir machen hier mal zwei Tröpfchen Maddox noch mit rein. Eins, zwei. Ja gut, das war vielleicht ein zu vieler Tropfen. Wir stellen es wieder hin. Vermischen es nochmal. Das ist ja das. Jetzt kommt das auch noch so flüssig da raus. Normal würde ein einzelner kleiner Tropfen reichen, um eine ganze Großküche zu verfeinern. Das glaubt ihr immer nicht. Wenn ihr die Maddox-Soße noch nicht probiert habt, die ist nicht so zum Verzehr. Die darfst du nicht so essen. Habe ich einmal mit dem Löffel so probiert. Ich hatte Magenkrämpfe danach. Erst Stunden später habe ich das gemerkt, wie sich das an die Organe gemacht hat und alles zerbissen und zerfressen hat innerlich. So, das heißt, dass ich habe es gesehen, es war schon wieder viel zu viel. Eigentlich hätte ich gar nicht noch einen zweiten, aber ich wollte zwei Anlaufpunkte machen zum Vermischen. Jetzt haben wir das alles rumgemischt und jetzt probieren wir das hier nochmal mit Maddox-Soße verfeinert. Du hast sofort diesen brennenden Teppich auf der Zunge liegen. Der ist einfach, ich verstehe, du machst einen Punkt dort in die Ecke, rührst einmal rum, denkst, das kann sich gar nicht wirklich vermischen. Aber es ist einfach überall. Mad Dog ist am Start. Aber ich glaube, so ist es perfekt. Weil die Schupfnudeln sind einfach so fett, knusprig, gleichzeitig aber trotzdem innen wieder weich, außen knusprig, innen weich. Die sind so kartoffelig, die sind so dick. Da brauchst du unbedingt was dazu. Dieses Bierketchup schmeckt jetzt auch bedeutend besser. Das bringt jetzt sozusagen diese süßliche Note mit rein. Und dann hast du noch diese Würze von der Mad Dog Soße. Also richtig genial. Das Werder Bierketchup mit Schupfnudeln featuring Mad Dog. Ich glaube, das muss ich mal hier fürs Thumbnail noch reinhalten. So, das müsste das Thumbnail sein. Habe ich ganz vergessen. Ich werde mir das jetzt hier schmecken lassen. Habt ihr auch schon mal Werder Bierketchup getestet? Kennt ihr Mad Dog? Kennt ihr Schupfnudeln? Schreibt's alles rein. Je mehr man isst, desto mehr, desto schwerer wird es, desto mehr breitet es sich aus, aber trotzdem das wieder ein Mittagessen für mich. So sieht's aus, wenn ich esse, wenn ich koche. Da ist wenigstens jetzt das Bierketchup leer. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut. Also euer Ramses.